Hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks. Ja, heute möchte ich euch mal wieder mit einem meiner seltensten Formate hier auf meinem Kanal beglücken. Und zwar möchte ich euch hier gerne die VHS-Edition vorstellen. Von den Filmen der VHS-Trilogie. Und gute Stück habe ich mir hier, wie ihr hier noch selber lesen könnt, für sage und schreibe 20 Euro gegönnt. Ja, ich hatte die Filme schon mal in meiner Sammlung, habe sie aber dennoch abgestoßen, weil ich die einzelnen Filme in verschiedenen Editionen hatte und das mochte ich halt irgendwie nicht und ja, wollte mir das jetzt auch nicht nach und nach nochmal nachkaufen. Und von daher kam mir das hier sehr gelegen für ein Zwanni. Ich denke, da kann man nicht großartig meckern. So, lange Rede, kurzer Sinn. Machen wir das Ding erstmal auf, damit es nicht so sehr spiegelt. So, weg damit. Und da ist auf jeden Fall schon mal das gute Teil. Was ich auch ganz cool gemacht finde hier, das hat mich ein bisschen direkt an die Planet der Affen, an die Trilogie erinnert. Ja, und da gab es ja auch mal ein Steelbook, wo Caesar in drei Teilen aufgeteilt worden ist und ja, das wurde hier so ein bisschen ja abgekupfert, sage ich jetzt mal, ja, weil sich ja auch in den drei Teilen quasi auf jedem Cover immer der Totenschädel zu sehen ist, ja. Hier oben steht drauf, die härteste Found-Footage-Reihe endlich am Stück und ungeschnitten. Hier oben sind noch die Credits mit den Regisseuren und so weiter. Und ich glaube, hier ist relativ unspektakulär. Ja, überall steht VHS, VHS, VHS. Aber machen wir einfach mal das Ding auf. So, das tun wir mal hier hin. Ja, und hier haben wir den VHS-Dummy. Es ist ja gerade sowieso in aller Munde, gerade jetzt, wo auch nochmal, ich weiß jetzt gerade leider nicht, welche Firma das ist, die Tape Edition rausbringt. Da muss ich aber sagen, die gefallen mir irgendwie nicht so, da die Anatomie, sage ich mal, irgendwie ein bisschen verfremdet ist, die ist irgendwie viel zu hoch und sowas. Aber das ist ja eine Geschmackssache auf jeden Fall. Wie gesagt, auch hier richtig schön. In einem Retro-Design, ja, hier von der Firma LFG, die ganzen Logos sind hier drauf. Hier ist jetzt kein Hologramm-Effekt wie bei der Tape Edition oder so, aber auf jeden Fall ganz cool. Hier an der Seite ist nur, ja, es ist halt leider nur drauf gedruckt, hier hätte ich mir auch irgendwie so ein Etikett gewünscht, wo vielleicht handschriftlich noch VHS draufsteht. Und hier haben wir die Rückseite. Ja, die sieht auch immer überall gleich aus. Und hier an der Seite ist auch so ein Magnetschnapper. Ja. Und dann schauen wir uns hier das gute Ding mal an. Ja, wie gewohnt auch hier wieder eine Tasche. Ja, wo nehme ich jetzt einfach mal an, das Poster drin ist mit dem Artwork, was wir eben gesehen haben. Ja. Leider nur einseitig gedruckt. Es sieht auf jeden Fall so aus. Ich denke nicht, dass ich das großartig auspacken muss. So, dann guckt uns hier schon der erste Film entgegen. Das ist nämlich auch der Unterschied. Ja, die Discs in der VHS Edition, die haben dann halt hier auch noch diese Fenster drauf gedruckt, wo das Band drauf sein soll. Ja. So, dann kann man das hier oben, ja, hier ist so eine Einbuchtung, die kann man dann nämlich dann hier so öffnen und hier sind dann nämlich auch Teil 2, ja, VHS 2 und ich glaube, der heißt auch SVHS und als letztes VHS Viral, ja. Ja, leider war es das irgendwie an Special-Sachen, gibt es nicht wirklich viel drüber zu zeigen. So, ja, wie gesagt, also
was soll ich das jetzt großartig aufmachen? Ich denke, man kann es gut erkennen. Ja, ist leider ein bisschen ernüchternd, nicht irgendwie. Ich glaube, bei die Klasse von 1984, da waren zumindest noch ein paar Pins oder so dabei. Leider ist hier nichts mehr vorhanden. Ein bisschen schade, wie gesagt. Aber ich denke, für den Preis kann man da definitiv nicht meckern. Und ich bin jetzt gerade so blöd, dass irgendwie... Das ist schwierig hinter der Kamera. Das hier reinzukriegen. So. Ja. Nichtsdestotrotz, für Leute, die Filme nicht haben, ist es definitiv eine Bereicherung, sage ich mal. Und ja, hier auch ganz cool, wie man es halt gewohnt ist, ja, der abgenutzte Effekt ist hier überall zu sehen und ja, das Ganze ist hier limitiert auf 1000 Stück und ich habe hier die Nummer 490 und ja, ich kann auf jeden Fall sämtlichen Found-Footage-Leuten diese Edition wirklich wärmstens ans Herz legen, definitiv. Der erste fängt schon sehr, sehr gut an, ja, der ist ungeschnitten mit einer FSK 18. Der zweite toppt nochmal alles, der ist auch, der hat keine 18er bekommen. Den gibt es nur ungeprüft, sage ich jetzt mal. VHS Viral schwächt wieder ein bisschen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gefallen mir nur so ein, zwei Kurzgeschichten. Ach so, genau, das sind alles Kurzgeschichten, ja, genau, das wollte ich sagen. Von Footage-Freunde und Kurzgeschichten-Freunde kommen hier nicht zu kurz. Den gibt es auch in der 18er, da fehlt aber eine Bonusfolge, sage ich jetzt mal. Ja, die gibt es, die gab es soweit nur im Mediabook, ist aber auch hier enthalten. Ja, die heißt Gorgeous Vortex, ist jetzt aber auch nicht, kann man sich eventuell auch auf YouTube angucken. Ist ziemlich abstrakt, obwohl das ein sehr nettes Mädel ist, die da fungiert. Aber wie gesagt, muss natürlich jeder für sich selber wissen. Ich finde es auf jeden Fall geil. Natürlich, wie gesagt, leider ein bisschen ernüchternd, aber für einen Zwanni kann man da definitiv zuschlagen. Und ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu Found Footage da lassen oder zu Kurzgeschichten. Ja, es gibt ja noch ABCs of Death und so weiter. Ja, ist das was für euch oder mögt ihr das nicht mit der Wackelkamera? Habt ihr die Filme gesehen, wie auch immer? Wie gesagt, lasst mir gerne eure Kommentare da. Und ja, das soll es gewesen sein von meiner Seite aus. Macht's gut, euer Moviepicker. Tschüss.